Mein Name ist Patrick Heitzmann, ich bin Ernährungs- und Fitnessprofi und ich freue mich sehr bald mal wieder nach Schwerin zu kommen, ins Kapitol mit meinem neuen Bühnenprogramm Essen erlaubt. Sein oder nicht sein. Liebe Freunde des gesunden Geschmacks, ich stehe hier im Epizentrum der Gesundheit. Jedes Baby weiß mittlerweile schon, dass Obst und Gemüse gesund ist. Vor allem Gemüse. Das ist was für die Streber. Das Problem ist beim Gemüse, Gemüse schmeckt uns nicht wahnsinnig lecker, sondern nur dann, wenn wir es richtig lecker zubereiten. Und das können viele einfach nicht mehr. Mein Tipp ist, wie man Gemüse immer lecker bekommt, da muss eine fettreiche Soße drüber. Und bitte keine Angst vor Fett. Denn Gemüse hat so wenig Kalorien, dass das Fett dazu letztendlich den Gesamtkaloriengehalt immer noch ziemlich niedrig hält. Gut, es sollte nachher keine Suppe werden, das ist ja klar. Aber ansonsten kann man sich austoben mit allem, was es hier gibt. Ja, viel Spaß! Sich gesund zu ernähren ist tatsächlich im Grunde total einfach. Und die Menschen wissen auch, wie man sich gesund ernährt. Fangen wir an beim größten Fehler. Einkaufen. Hungrig einkaufen. Hungrig einkaufen ist wie besoffen flirten. Da nimmst du Sachen mit nach Hause, da schämst dich am nächsten Tag für. Hier sind wir beim Thema Superfood. Mittlerweile gilt hier irgendwie alles, was importiert wird, als Superfood. Zum Beispiel das Quinoa. Quinoa, das ist ja das Inka-Korn. Und mit dem sollen anscheinend sogar Tote zum Leben wieder erweckt werden können. Davon halte ich wenig. Vor allem, wir haben Superfood bei uns hier im Land. Die schwarze Johannisbeere, Himbeere oder auch der Grünkohl. Ein extrem wertvolles Gemüse. Wir brauchen uns nicht teuer und CO2-belastend aus dem Ausland zu uns rantransportieren lassen. Wir haben es hier in Deutschland. Ich bin ganz großer Eierfan und ich rate dringend, so viele Eier zu essen, wie man gerne möchte, und zwar mit Eigelb. Dieser Quatsch, dass das Eigelb den Cholesterinspiegel erhöhen würde, ist wissenschaftlich schon längst vom Tisch. Und das kann man selbst testen. 4 Wochen so viele Eier, wie man möchte essen, nach 4 Wochen zum Hausarzt gehen, Cholesterin bestimmen lassen. Es könnte sein, dass der Hausarzt danach anfängt, Eier zu essen. Ach ja, und braune Eier sind keine Vollkorneier. Bitte unbedingt große Vorsicht mit Diäten, die darauf abzielen, ganz wenig Kalorien zu essen. FDH beispielsweise. Heißt bei mir nicht friss die Hälfte, bei mir heißt es Frust durch Hungern. Die können wir nur kurzfristig durchhalten, aber irgendwann verlangt es wieder nach diesem Kalorienimport. Und dann gehen die ganzen verloren gegangenen Kalorien, die kommen nach Hause und die bringen noch ein paar Kumpels mit. Wesentlich effektiver wäre, mal einen perfekten Tag pro Woche zu machen. Einen Tag, an dem man sich ganz bewusst bewegt und bewusst ernährt. Und diesen Tag Woche für Woche wiederholen. Und schnell merkt man, boah, mir geht's richtig gut. Und dann hat man Lust auf mehr. Viele denken ja, der Ernährungsstrolch Heitzmann ist keine Schokolade. Doch, und zwar sehr gerne. Es gibt nur eines, was ich niemals tue. Ich esse niemals Schokolade, wenn ich Hunger habe. Denn wenn ich Hunger habe, braucht mein Körper was anderes von mir. Bestimmtes Eiweiß, er braucht vielleicht hochwertige Fette, Vitamine, Mineralien. Und die Schokolade würde dem dann einfach in dem Moment den Platz wegnehmen. Das Recht hat sie nicht. Deswegen versuche ich erst was Vernünftiges zu essen und danach, da gibt es dann was Leckeres, Süßes, zum Beispiel Baumkuchen. Ich bin ganz großer Fan von diesen Hokkaido-Kürbissen hier. Da kann man eine wunderbare Suppe draus machen mit Schafskäse. Und ja, ich stehe auf Schafskäse, denn es gibt noch ein zweites Rezept. Hier, mit dem hier, mit Zucchini. Dein Rezept mit Zucchini und Schafskäse und einer Soße dazu ist in 4, vielleicht 5 Minuten ratzfatz auf dem Tisch, macht total satt, hat insgesamt relativ wenig Kohlenhydrate, ja, und schmeckt. Guten Appetit!